Der neue RF4 Steam Trailer ist draußen auf dem französischen, auf dem polnischen, auf dem maybe englischen und auf dem deutschen Kanal auf YouTube. Und wir gucken mal rein, was wir da so raus analysieren können. Ich würde sagen, wir lassen das einmal durchlaufen und im Anschluss gucken wir uns nochmal so ein paar Details genauer an, ob wir da so ein bisschen was erkennen können, was es denn vielleicht an Neuigkeiten schon wieder gibt. Pah, sehr gut, ey. Das ist natürlich geil. Coole Kamerafahrten. Das ist natürlich super, ja. Und einfach mal ganz andere Blickwinkel, ne? Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, ja. Ja, cool. Cool, Uri. Oha. Oha. Andere Köder, andere Routen. Sehr gut, ey. Zack, zack, zack. Jawolski. Sehr, sehr geil. Auch richtig, richtig cool. Und das war's. Also, krass. Habt ihr schon was entdeckt? Konntet ihr schon was sehen? Wenn ja, direkt mal unten reinschreiben, was euch aufgefallen ist. Ich ziehe nochmal schön nach hinten. Und dann gucken wir nochmal im Detail rein. Das Gerät sollte es so geben. Die Rolle und Route. Die Rolle bin ich mir, Jet Bullet, bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest nicht bei mir auf dem Plan, das Gerät. Ja, das ist natürlich soweit klar. Schön hier mit der Wenger 8000 hat man gerade gesehen. Genau. Und mit der Black Edition, das ist natürlich auch richtig geil, die Black Edition halt als Route mit plus 2 auf Wobbler. Also einfach ein Sahnegerät. Die Tunguska hier. Am Donetz. Aber da ist auch nichts Neues. Ladugasi. Sehr, sehr geil, man etwas anderer Blickwinkel. Hier irgendwie was. Ich habe ja schon einmal reingeschaut, habe gedacht, ob es hier irgendwie weitergeht. Das sieht ja so groß und so weit aus, ne? Wäre halt ein Traum, wenn man endlich mal vielleicht die Kajaks verwenden könnte und irgendwie auf die andere Seite gehen kann. Das ist halt ja eigentlich ein riesengroßes oder echt großes Gewässer, theoretisch. Aber man hat halt nur diese olle Insel, ne? Wenn das hier noch weitergehen würde. Da haben wir hier den Kuori. Und da haben wir doch schon was Neues. Da ist er. So, da haben wir was Neues. Und zwar Klamottis. Klamottis. Da haben wir es doch. Also, Regensachen, Tarnklamotten auf jeden Fall. Also man sieht, ein anderes Oberteil, einen Cap und sowas. Also Klamotten kann man schon mal sehen. Und das war ja jetzt das nächste Bild, was direkt danach kommt. Und ich glaube, das lässt zumindest das hier hinten, lässt doch schon mal die Karpfenangler aufschreien. Also, wir haben hier vorne den
Ködereimer. Den, na, jetzt machen wir nicht so doll hier. 5 Sekunden ist zu viel. Wir machen einfach mal von hier. Und zoomen da einfach mal ein bisschen ran. Wir haben den Köderfischeimer. Wir haben eine Kühlbox. Und wir haben ein, ja, Futtermischeimer, maybe. Daneben steht noch eine Pulle mit was zu trinken. Und natürlich der Klappstuhl. Endlich auswerfen, die Ruten. Und dann seinen Spot irgendwie einrichten und entspannt hinsetzen. Vielleicht, dass man schneller Energie regeneriert, wenn man so schön einen Karpfen nach dem anderen rauszieht. Dass man dann nicht so schnell die Power verliert. Ich gucke gerade mal von den Rollen her. Von den Rollen sind das, ist glaube ich eine silberne Wenger drauf, eine schwarze. Sieht man noch was? Schwarze Wenger, silberne Wenger. Nee, schwer zu sehen. Aber könnten dreimal die Wenger sein, ne? Von den Routen her, mit so Rot bin ich leider raus. Vielleicht wisst ihr das. Weiß das einer von euch? Hat das vielleicht einer von euch in Verwendung? Sind das Fiederrouten? Andere Karpfenrouten? Halt. Was haben wir da für eine Rolle drauf? Nochmal ein Stückchen zurück. In so Orange. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Glaube ich, nichts Neues. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ist das Moskito? Ja, Wenger 8000. Halt. Jetzt. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar. Moment, was haben wir denn da? So, das haben wir. Dann haben wir hier die Gold, okay. Overlord hatten wir auch schon. Das andere. Genau, die Sabre, genau. Also da glaube ich nichts Neues zu sehen. Simon. Genau, die ist auch da. Köder verschiedene. Sollte es glaube ich auch schon geben. Gibt es auch schon. Das Dingen auch, das auch, die Walker, die Hopper, also da auch nichts Neues. Hier jetzt mit der, das ist die JXXS oder JSX, die mit 10, 11 Kilo Bremse, die Rolle, Route, leider nicht bekannt. Aber ich glaube, ich sag mal, die wichtigsten Sachen... Die wichtigsten Sachen sind doch die Karpfengeschichten. Das war doch schon krass. Und ich glaube, das war's, ne? Schön nochmal auf Karpfen hier. Am Kuori. Moment. Was kommt denn da rausgesprungen? Ladoga-Lachs könnte das sein, ne? Könnte der Ladoga-Lachs sein. Ja. Und dann Kopf in den Nacken. Ja, und das ist natürlich auch nochmal witzig. Katzen? Really? Nicht, dass man die verhungern lässt. Ei. Und sie schnurrt tatsächlich. Sehr gut. Ja, tatsächlich. Aber hart. Hammer hart. Soweit aber nichts weiter zu erkennen. Alter, gibt's vielleicht was an den Wänden? Ganz secret, ganz geheim? Irgendwas schon an den Wänden als Trophäe? Wahrscheinlich nicht, ne? Da. Sterlet, schwarzer Büffel. Elch. Nochmal Büffel, Stör. Und. Keine Ahnung, war es ein Rapfen? Sieht so aus, ne? Okay.
Immer das Gleiche dran, sonst aber auch nichts weiter zu sehen. Hier an der Seite, maybe Kutum. Aber sonst nichts weiter zu erkennen. Ja, that's it. Also, das sind die News. Ich verlinke das Video nochmal unter diesem Video. Einfach mal reinschauen, durchschauen. Und wahrscheinlich gibt es auch schon die News im Discord, im Forum und so weiter und so weiter. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Wenn du was gesehen hast, was ich noch nicht gesehen habe, reinschreiben in die Kommentare. Ich bin übelst gespannt, was wir da alles Neues demnächst zu sehen kriegen. Bis dahin. Petri.